Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Oberbürgermeister informiert. Ja, heute stehe ich hier unmittelbar auf dem Standort des ehemaligen Hotel Heinrich Heine in Schierke. Es sieht ziemlich turbulent aus. Dieses Hotel, welches über 100 Jahre hier gestanden hat, muss weichen, muss Platz machen für Neues hier im Ortsteil Schierke. Sie wissen, dass wir seit nunmehr über 3 Jahren dabei sind, in Schierke eine neue Ortsentwicklung zu initiieren. In den vergangenen Jahren ist sehr viel passiert. Wir haben die Infrastruktur neu geschaffen, wir haben ein neues Parkhaus gebaut, neue Brücken und haben damit es geschafft, dass Investoren, private Investoren wieder Vertrauen gewinnen, in diesem Standort hier in Schierke zu investieren, in die touristische Infrastruktur, aber auch in die Übernachtungs- und Gastronomiemöglichkeiten. Aktuell wird das Hotel Heinrich Heine abgerissen und in wenigen Monaten wird hier der Baubeginn sein für ein neues Ferienresort, hochmoderne, qualitativ hochwertige Ferienhäuser im 4-Sterne-Modus, das Hotel Resort Heinrich Heine. Ich bin den Investoren sehr dankbar, dass sie den Mut hatten, an diesem Standort zu investieren und wir werden Ende des nächsten Sommers hier sicherlich die ersten Gäste begrüßen können. Parallel dazu läuft wenige Meter von hier entfernt der Neubau der Schierker Feuerstein Arena. Ein sehr ambitioniertes Vorhaben, das ist uns sehr wohl bewusst. Am Standort des historischen Eisstadions in Schierke entsteht eine hochmoderne Multifunktionsarena, die ganzjährig genutzt werden kann. Im Sommer für Freizeitaktivitäten bei jedem Wetter und im Winter natürlich das wirklich hierher gehörende Eislaufen, Eisstockschießen oder Eishockey spielen. Sie sehen also, dass das viele Geld, was in den letzten Jahren investiert worden ist, hier in Schierke nachhaltig Wirkung erzielen wird. Wir werden zusätzliche Übernachtungskapazitäten, zusätzliche Freizeitaktivitäten anbieten können, um damit letztlich auch den Menschen, die hier oben leben, ein Auskommen sicherstellen zu können und sichern zu können, dass wir wieder auch vielleicht Bevölkerungszuwachs haben. Parallel dazu laufen die Planungen und Konzeptionen für die Errichtung einer Seilbahn. Ein sehr ambitioniertes Vorhaben, auch dieses. Aber wir hoffen natürlich, dass die Behörden und die Planungsbüros so gut arbeiten werden, dass wir auch im nächsten Jahr mit diesem Vorhaben beginnen können. Es wird sicherlich aus Schierke ein anderes Schierke werden, als wir es aus den letzten 20, 30 oder 40 Jahren kannten. Es wird ein modernes Schierke werden, aber die ganze Stadt Wernigerode und der gesamte Harz werden davon profitieren. Musik.